Jetzt wird Raps gesät. Gut. Und ich sehe noch was mit meinem Auge. Ein leicht geschwollen. Ja, liebe oder Freunde, Emd oder Gummet führt der Bauerhausi nach Hause. Leider hat es heute Morgen leicht darauf geregnet. Aber ich habe nächste 2-3 Tage keine Zeit, den Gummet nach Hause zu nehmen. Darum fahre ich mit den Ballen in die Bühne und lagere sie dort, ohne zu stapeln. Und dann in 4 Tagen oder so stapele ich sie dann definitiv in der Bühne oben. Und da sind sie sicher abgetrocknet. Außen sind sie feucht, aber unten sind sie noch trocken. Und das ist wichtig, dass die Ballen nicht unten Wasser ziehen. Da könnte man sie nicht nach Hause nehmen. So verschieden kann das Wetter sein. Ne? Gestern war es noch warm. Und jetzt, wir waren am Saatkartoffeln roben. Ist ein Gewitter gekommen. Ah, zum Glück habe ich eine Regenjacke, aber unten ist alles nass. Warte noch 5 Minuten. Vielleicht wird das Wetter besser. Der Regen hört auf, können wir weiter roben. Eine Zigarettenlänge. Wir müssen aufgeben. Es regnet weiter. Wir reinigen die Maschine und fahren nach Hause. Ja, fahren nach Hause. Auf Berndeutsch sagen wir immer, das ist eben Burret. Man muss mit dem Wetter leben können. Ne? Es läuft nicht immer alles so, wie man es plant. Beim Bauern. Da noch schnell mal Haare schneiden, auch wenn nicht so viel ist, muss da gleich wohl geschnitten werden.